Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um die kritische Stellungnahme von Martin Hufnagel, die Wiedergeburt Jerusalems, eine neue Lehre von Achim Klein. Eine kritische Stellungnahme. Er hatte auch seine Mailadresse hinterlegt, was ich gut finde. Ich finde auch gut, dass er der Erste ist, der sich da einfach mal ausführlich mit beschäftigt hat und eine ausführliche Abhandlung dazu geschrieben hat. Er beschreibt auch im Vorwort das, was ich da aufstelle und zeige an der Bibel. Und ich möchte so ein paar Punkte da einfach mal dran aufgreifen, damit man ein bisschen einen Eindruck auch hat, wie man auf so eine Darstellung von ihm jetzt da auch reagieren kann und wie die auch einzuordnen ist. Ja. Er schreibt hier im Vorwort: In diversen Foren hatte ich von Achim Klein gehört und bislang nur sporadisch einige seiner Beiträge, vornehmlich YouTube-Videos, angesehen, jedoch zuerst nicht weiter vertieft. Nun sind jedoch viel mehr Beiträge vorhanden. Er tritt in vielen Konferenzen und Gemeinden auf, ist auf YouTube und über Bücher präsent. Der Inhalt seiner Ausführungen tangiert meine Themen im Bereich Endzeit sehr. Zuletzt meinte gar jemand, dass seine Punkte gar nicht so weit von den meinen entfernt wären. Ja, das ist so, dass auch immer mehr Geschwister, die die Videos anschauen, dann auch ihre Pastoren oder Prediger oder jetzt auch Martin Hufnagel und auch viele andere ansprechen darauf, auf dieses Thema. Und dass seine Ausführungen zum Thema Endzeit tangiert werden, das ist nichts Ungewöhnliches, weil ich der Auffassung bin, dass der Tag der Wiedergeburt Jerusalems unbedingt nötig ist zur eschatologischen Exegese. Ganz einfach deswegen, weil der Tag der Wiedergeburt Jerusalems ein dritter Stichtag in der Endzeit ist. Ja? Also bisher haben wir zwei Stichtage. Der eine ist der Tag der Entrückung, wo niemand genau weiß, wann der ist. Herr Hufnagel sieht den spät, ich sehe den auch spät. Das mag der Grund sein, warum hier gesagt wird, dass einige seiner Punkte gar nicht so weit oder einige meiner Punkte nicht so weit von seinen entfernt wären. Wobei ich den Zeitpunkt der Entrückung also als nachrangig ansehe. Ist natürlich wichtig bei der Frage, ob wir durch die Endzeit müssen, ja oder nein. Aber in der Argumentation der Wiedergeburt Jerusalems ist das erstmal zweitrangig. Ja? Das ergibt sich auch dadurch irgendwo, aber an einem späteren Punkt. Und wie man sieht, ist ja allein schon die Argumentation der Wiedergeburt Jerusalems so schwierig zu argumentieren, wenn auch nicht schwer zu verstehen, dass ich mich da jetzt nicht verzetteln will und auch noch den Zeitpunkt der Entrückung dann direkt am Anfang da auch mit reinbringe. Ja. Aber für Herrn Hufnagel ist der Zeitpunkt der Entrückung scheinbar wichtig. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Also, dass seine Endzeit-Ausführungen dadurch tangiert werden, das ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass dieser dritte Stichtag bei den ganzen Auslegungen fehlt. Es ist auch keine neue Lehre, die ich bringe, sondern man kann auch sehen, dass Paulus davon gewusst haben muss. Die Stellen in den Paulusbriefen und auch in anderen Apostelbriefen, die sind aber, die gelten bisher als dunkel, ja, oder undeutlich. Und das liegt einfach daran, dass man diesen Tag der Wiedergeburt Jerusalems nicht akzeptiert oder nicht wissen will oder nicht weiß. Ja. Und deswegen sind diese Aussagen, die Paulus da macht, nicht wirklich einzuordnen oder schwierig einzuordnen. Was aber auch dazu führt, dass ich sage, also wenn Bibelstellen undeutlich sind oder unklar, dann können neue Ansichten dazu jetzt auch nicht direkt von der Hand gewiesen werden, weil das, was man bisher vorliegen hat, ist ja offensichtlich so mangelhaft, dass man zugibt, dass diese Stellen dunkel sind. Wenn die Auslegung, die man bisher vorliegen hat, ausreichend wären, dann wären die Stellen dann nicht undeutlich, sondern sie wären klar. Wenn sie aber nicht klar sind, wenn sie als undeutlich beschrieben werden, wie Herr Hufnagel das ja auch macht, dann lohnt sich auch nicht, die da zu verteidigen, die bisherige Sichtweise, sondern man müsste eigentlich ganz einfach zugeben, dass sie nicht ausreichend sind und von daher auch einfach konstruktiv mal neue Ansätze überprüfen und die nicht direkt dann irgendwo abtun als Spekulation oder als ob man die da einfach so sich ausgedacht hätte, ja. Also ich selber beschäftige mich mit dem Thema seit 30 Jahren, also ist nicht so, dass ich das, seit über 30 Jahren, ist nicht so, dass ich das jetzt mir irgendwo ausgedacht hätte. Ich habe das aber, und jetzt einfach veröffentliche, ja, sondern ich bin da seit 30 Jahren dabei, das zu untersuchen und zu bearbeiten und habe das jetzt in den letzten Jahren erst in Videos veröffentlicht und auch Bücher darüber geschrieben, ja. Gut,
Ich durchsuchte daher intensiver das Internet, um ein umfassenderes Bild zu bekommen. Leider fand ich nirgends eine intensivere Beschäftigung mit seinen Lehren und Inhalten. Ja, das ist richtig, das mache ich jetzt so seit fast 10 Jahren und habe auch ganz viele Theologen angeschrieben, also 150 Stück an der Zahl, Bibelschulen und auch Theologen im deutschsprachigen europäischen Raum und auch in Amerika, ja. Und ich kann sagen, dass einige Leiter von Bibelschulen sich da bisher schon positiv zu geäußert haben. Die machen das aber bislang nicht öffentlich. Und deswegen, und ich kann das nicht öffentlich machen, ich kann nicht öffentlich sagen, wer das ist, ja. Das sind auch Autoren aus Hessen, die ein Buch geschrieben haben, zum Beispiel über die Endzeit, und die meine Deutung der Daniel-Statue oder dieses Daniel-Standbildes auch positiv erwähnen und auch Kopien meiner Grafiken dann da in ihre Bücher übernommen haben und mich da offiziell zitieren und sagen, das, was bisher dazu geäußert wurde, das war halt wenig belastbar, aber das, was der Herr Klein da beschreibt, das ist interessant und die folgen den Dingen. Also ich bin da bei weitem jetzt nicht mehr alleine, ja. Obwohl das sich in die Flächen noch nicht verbreitet hat, aber das kommt ja jetzt vielleicht dadurch, dass der Herr Hufnagel diese Stellungnahme sehr weit in Deutschland verschickt hat, was der ganzen Sache auch hilfreich sein könnte, ja, dass das bekannt wird. Leider fand ich nirgends eine intensivere Beschäftigung mit seinen Lehren und Inhalten. Ja, da würde ich sagen, da müsste er mal den Herrn Ort googeln. Ja, das ist ein Pastor, der dieses Buch geschrieben hat über die Endzeit. Ich habe den Titel jetzt nicht parat. Ich habe das aber, glaube ich, auch irgendwo in meinem Bücherschrank. Ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, sonst hätte ich euch das gezeigt. Vielleicht blende ich es einfach gleich nochmal ein, ja, dass man das auch sehen kann. Offiziell hat das aber bisher niemand so gemacht, ja, so wie der Herr Ort, dass er die Dinge da so offen besprochen hat. Aber es gibt auch sehr bekannte Bibellehrer, die auch meinen Zuschauern sehr gut bekannt sind, die das positiv sehen, sich aber dazu auch nicht trauen, öffentlich zu äußern, weil sie dann genauso einen Widerstand bekommen wie ich auch. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das biblisch ist, was ich da argumentiere, ja. Leider fand ich nirgends eine intensivere Beschäftigung mit seinen Lehren und Inhalten. Das hat mich etwas verwundert, dass seine Lehren schon viele Jahre präsent sind, große Verbreitung erfahren und auch öffentlichen Konferenzen vorgetragen werden. Also von mir halt öffentlich in Konferenzen bei Bibeltagen vorgetragen werden, also nicht von anderen, ja. Daher möchte ich diese Lücke etwas schließen und eine kritische Stellungnahme zu seinen Lehren hier vorlegen. Herr Klein ist Architekt, kein studierter Theologe, also Laie. Dies ist mir sympathisch, da ich als Bauingenieur und auch Laie mich in selber Ebene bewege. Gegenstand ist aber das, was Herr Klein geäußert hat, was er in Vorträgen, Schriften und Videos präsentiert als Lehre, nicht das Private oder die Art, wie er das vertritt oder vorträgt. Ja, das ist der Sache dienlich, dass man dann nicht so direkt auf die persönliche Schiene geht. Da bekomme ich ja oft auch solche Ad hominem-Vorwürfe, ja, die dann in die persönliche Lebenssphäre dann da gehen. Und das ist aber nicht sinnvoll, wenn man biblische Texte behandelt. Ja, dann muss man beim Text bleiben. Und selbst wenn der Landstreicher von der Straße das sagen würde, und das wäre biblisch, dann müsste man das selbst einem Landstreicher glauben. Ja? Nichts gegen Landstreicher, aber dann spielt es keine Rolle, ob man Professor ist oder ein Untheologe. Ja? Dann hängt es nur davon ab, ist das, was dort geäußert wird, ist das in der Bibel so zu finden oder nicht? Das ist die Frage und nicht, welche Haarfarbe der hat oder ob der einem sympathisch ist oder nicht, ja. Gut, die Hauptlehre von Herrn Klein als Kurzübersicht: hervorstechend ist die Lehre von der Wiedergeburt Jerusalems, das stimmt, ja. Er meint nicht die Bekehrung Israels zum Ende der Zeit bei der sichtbaren Ankunft des durchbohrten Messias am Ölberg, das ist auch richtig, ja, weil dieses Ereignis ist ja erst am Ende der 70. Jahrwoche, sondern er meint ein Ereignis davor, genau, ich meine die Wiedergeburt Jerusalems am Anfang der 70. Jahrwoche. Man kann diese Lehre als eine seiner Hauptpunkte sehen, da er immer wieder darauf zurückkommt und diese als Schlüssel der Auslegung sieht. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Bezüglich der Entrückung lehnt er eine Vorentrückung, also eine der Welt verborgene Entrückung, Hinwegnahme der Gemeinde vor Beginn der eigentlichen Endzeit, gleich letzten Jahrwoche Daniels, ab. Darin sind wir tatsächlich in den Ansichten nicht allzu weit oder nicht zu weit auseinander. Dieser Punkt findet aber nur wenig Niederschlag in seinen Ausführungen und ist, wie mir scheint, ein Randthema. Ja, das ist so, zumindest bei der Argumentation der Wiedergeburt Jerusalems ist das ein Randthema.
Das ist an sich kein Randthema, das entwickelt sich auch aus diesem Thema, aber hier geht es halt nicht um den Zeitpunkt der Entrückung, sondern hier geht es um die Wiedergeburt. Eigentlich als neutestamentliches Phänomen und die Frage, ob das im Alten Testament schon vorhergesagt ist. Und da ist der Zeitpunkt der Entrückung jetzt peripher, das ist richtig, ja. Vielmehr bildet sich aus der behaupteten Wiedergeburt Jerusalems seine Lehre heraus, dass die zwei Zeugen aus Offenbarung 11 das Haus Davids und die Bürger Jerusalems seien. Ja, das ist eine Konsequenz aus diesem Thema der Wiedergeburt Jerusalems. Denn die Frage stellt sich dann ja auch, wer wird denn überhaupt in Jerusalem wiedergeboren? Wer ist das? Aber bevor man das Thema an sich nicht begriffen und ergriffen hat, macht das natürlich relativ wenig Sinn, sich jetzt zu solchen Themen wie den zwei Zeugen in Offenbarung 11 zu bewegen, weil das tatsächlich eine der geheimnisvollsten Kapitel in der Bibel überhaupt ist. Ja. Aber auch das kann man mit dem Thema der Wiedergeburt Jerusalems behandeln und auch verstehen oder beginnen zu verstehen. Aber dazu gehört erstmal überhaupt zu verstehen, dass die Wiedergeburt im Alten Testament genauso vorhergesagt ist wie Golgatha. Das ist ja der Inhalt von Johannes 3. Ja? Jesus spricht ja in Johannes 3 über diese beiden Dinge, über die Wiedergeburt und über Golgatha. Und über Golgatha gibt er mit Nikodemus ein Bild aus dem Alten Testament. Das heißt also, Golgatha ist im Alten Testament natürlich vorhergesagt, aber als Bild. Ja? Wenn Mose in der Wüste die Schlange erhöht, sagt Jesus, ist das ein Bild auf seine eigene persönliche Erhöhung, auf Golgatha. Ja, das heißt also, Jesus verwendet hier ein Bild, eine Allegorie, eine Typologie, eine Allegorie. Und dasselbe und gar nichts anderes mache ich auch mit dem Thema der Wiedergeburt. Und die Typologie für die Wiedergeburt im Neuen Testament ist im Alten Testament das Thema der Geburt, der Wehen. Ja? Das ist ein Bild. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Also jetzt am Anfang schon direkt mit dem Haus Davids und der Bürger Jerusalems zu kommen, das kann er natürlich tun, aber man muss natürlich verstehen, dass diese Themen erst später in der Argumentation überhaupt erst dann auch angegangen werden können, wenn man dieses Thema der Wiedergeburt Jerusalems mal irgendwo eingekreist hat für sich und vielleicht auch beginnt zu verstehen und auch zu verstehen, dass alles, was im Neuen Testament ist, im Alten Testament auch schon angedeutet war und ist und dort auch zu finden ist. Ja? Worüber hätten denn sonst die Apostel auch predigen sollen, wenn nicht auch das Alte Testament auszulegen? Vielleicht nur dazu ganz kurz. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, wir schreiben euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, was wir von Anfang an hatten. Also er meint das Alte Testament. Wiederum schreiben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Und das wahre Licht, was Johannes dort meint, ist das Licht des Geistes. Und dieses Licht des Geistes erhellt das Alte Testament, sodass wir im Alten Testament Golgatha finden können und deswegen Christen sind und keine Juden. Und gleichzeitig das Alte Testament auch noch viel mehr enthält an neutestamentlicher Lehre, ja? Aber in Bildern. Und zwar auch die Wiedergeburt, ja? Im Bild, dass die Tochter Zion schwanger wird, dass die Sarah im hohen Alter ein Kind der Verheißung gebiert, worauf Paulus auch im Galaterbrief Bezug nimmt, ja, wenn er sagt, wir sind wie Isaak Kinder der Verheißung, dann legt Paulus diese Bilder aus des alten Bundes und schließt da auch eine Brücke von der Geburtsstelle, ja, wo Sarah im hohen Alter gebiert. Und diese Geburtsstelle aus dem Alten Testament, die bringt er in Verbindung mit unserer persönlichen Wiedergeburt. Ja. Das ist das Thema und darum geht es eigentlich so im Kern, ja. Deren Bekehrung, also die Bekehrung der beiden Zeugen, geht dem Kommen Christus am Ölberg voraus. Ja, das ist so, ja. Auch dazu muss man tiefer in die Materie einsteigen. Ja. Wenn man das jetzt noch nicht ergriffen hat oder das neu ist für einen, dann glaubt man, was ist das denn für ein wirres Zeugs, dass man plötzlich jetzt Offenbarung auf das Haus Davids und die Bürger Jerusalems deutet. Das kommt nach und nach. Das ist also nicht Klasse 1, sondern Klasse 3, 4, 5. Ja. Gut, auch seine Interpretation von Daniel 9, den 70 Jahrwochen, ist besonders. Ja, die ist deutlich anders. Ja. Anders als viele sieht er die ersten 7 Wochen und dann 62 Wochen nicht nacheinander, sondern parallel. Ja, das stimmt. Das liegt daran, weil im Hebräischen das Wort Tashub vorhanden ist. Da habe ich auch ein Buch drüber geschrieben, auch jetzt gerade neu veröffentlicht, die Prophetien Daniels.
Da sind diese 70-Jahr-Wochen behandelt. Da wird auch gezeigt, dass die bisherige Auslegung der 70-Jahr-Wochen, die wir allgemein kennen und die uns immer wieder vorgestellt wird, dass nämlich 7 Wochen und 62 Wochen addiert werden zu 69 Wochen und dass man von Artaxerxes, einem beliebigen Datum, was man in der Antike wählt, bis auf Jesus Christus versucht zu rechnen, indem man das in Tage umwandelt und mit irgendwelchen Argumenten dann versucht hinzurechnen, sodass man dann nicht ins Jahr 38 nach Christus kommt, sondern irgendwo die Jahrwochen dann staucht und schrumpft, um dann ins Jahr 32 nach Christus zu kommen und ein Jahr zu plausibilisieren, in dem Jesus gekommen oder gestorben ist oder nach Jerusalem eingezogen ist. Ein Jahr, was wir überhaupt nicht kennen. Ja. Diese Berechnung, die wir so landläufig kennen, die ist, wenn man die anschaut, dermaßen fehlerhaft und fehlerbehaftet, dass man einfach sagen muss, dass da müsste man eigentlich eine andere Berechnung für finden. Aber es gibt keine andere. Ja. Es gibt nur diese. Und die Ausleger geben auch ganz ehrlich zu, warum der Engel 3 Fristen macht, also 7 Wochen, 62 Wochen und noch eine letzte Woche, eine letzte Jahrwoche. Wissen wir nicht, aber wir machen einfach mal 2 Fristen da draus. Ja. Das sagt Johannes Vogel aus der Schweiz. Also er gibt ganz offen zu, dass man nicht weiß, was man da tut. Man macht das aber aus Ermangelung einer besseren Variante. Und wenn man diese Jahrwochenberechnung sich anschaut, muss man sagen, der Startpunkt ist willkürlich gewählt. Die Berechnung ist hanebüchen, die ist falsch, die beruht auch auf falschen Annahmen. Die kommt zu einem Ergebnis des Todesjahres Christi, wo aber doch gesagt wird, dass danach ein Gesalbter kommen soll und nicht geht. Die Jahrwochen müssen mühsam gestaucht werden, indem man 173.880 Tage dann daraus rechnet und Schaltjahre berücksichtigt und das Jahr Null dann ausblendet und allerlei Verrenkungen macht. Wobei ich sage, nein, das muss anders sein. Diese Jahrwochenberechnungen müssen sich ganz ungezwungen ergeben, nicht durch irgendwelche Umrechnungen. Der Engel hat nichts davon gesagt, dass wir die Jahrwochen umrechnen sollten in Tagen. In Tage, ja, sondern der Engel spricht davon, dass vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wiederkehren soll und gebaut wird, bis auf einen gesalbten Fürsten sind es einmal 7 Wochen und Taschub noch einmal 62 Wochen. Also man muss 7 Wochen rechnen vom Jahr 605 aus und nochmal 62 Wochen vom Jahr 605 aus. Man muss das beides tun und das steht im Text mit diesem Wort Taschub. Aber da müsste sich der Herr Hufnagel vielleicht und auch viele andere einfach nochmal einlesen. Ich habe das aufwendig gezeigt, ja, und zwar von der Berechnung her und auch vom Text her. Ja. Und das ist für einen Bauingenieur und für einen Architekten eigentlich auch ganz üblich, dass man in Ausschreibungen und in statischen Berechnungen die Dinge dann nachweist und auch fixiert, ja. Und sowas habe ich da auch mit den 70-Jahr-Wochen gemacht. Und durch meine Sichtweise harmonisiert sich die Daniel-Prophetie, weil man einmal auf Kyros kommt, der tatsächlich ein gesalbter Fürst war, Jesaja 45, Vers 1. Und bei der zweiten Berechnung kommt man auf Antiochos Epiphanes, ein Typus des Antichristen, der schon in den beiden vorigen Kapiteln vor Daniel 9 erwähnt wird, in Daniel 7 und Daniel 8, dann in Daniel 9 erwähnt wird und dann in Daniel 10, 11, 12 wieder erwähnt wird. Das heißt also, dadurch, dass ich das anders rechne und auf Antiochos Epiphanes komme, harmonisiert sich diese Daniel-Prophetie von Kapitel 7, 8, 9, 10, 11, 12 als eine durchgängige Linie. Und das hat man bisher nicht. Sondern bisher sieht man das so, in Daniel 7 sieht man den Antichristen, das kleine Horn. In Daniel 8, das blendet man aus, ja, weil das kleine Horn da griechisch ist. Das ist ein Horn des Ziegenbocks und das passt nicht in die Rom-Theorie. Deswegen lässt man das meistens weg, da predigt kaum jemand drüber. Und dann sagt man, in Daniel 9 ist jetzt von Christus die Rede und in Daniel 10, 11 und 12 lässt man ganz weg, weil das sind Seleukiden und das passt überhaupt nicht ins Weltbild, ins biblische Weltbild, was man da hat. Obwohl diese letzten 3 Kapitel von Jesus selber dem Daniel gegeben werden und die ignoriert man dann einfach. Und das ist die Sichtweise zu Daniel und die ist so mangelhaft. Und dazu gehört die Berechnung der 70-Jahr-Wochen auch dazu und die gegenwärtigen Interpreten der 70-Jahr-Wochen, die geben das auch mehr und mehr zu, ja, dass das Schwächen hat. Ja? Und um das noch vielleicht zu sagen, die Sprachwissenschaftler, die wissen ganz genau, und da habe ich einige angeschrieben auch, die mir das auch bestätigen, ja, dass das Taschub anders verwendet werden muss im Text. Und einer der Übersetzer, der schreibt zu mir, oh, was Sie mir da schicken, das habe ich noch nicht gesehen, das ist neu für mich, aber das passt sehr gut, das passt historisch.
Das kenne ich noch nicht, aber das werden wir in der Proexegese zu unserer Übersetzung berücksichtigen. Mehr kann man nicht verlangen. Ja? Also die Sprachwissenschaftler und die Übersetzer geben mir da recht. Und um es ganz kurz zusammenzufassen, die gegenwärtige Berechnung der 70-Jahr-Wochen ist hanebüchen falsch. An allen Ecken und Enden, am Anfang, am Ende, in der Art, wie das berechnet wird und so weiter. Und wenn man so Häuser bauen würde oder Fundamente berechnen würde, würden die Häuser alle einstürzen. Ja. Und natürlich ist meine Art der Auslegung von Daniel 9 anders, ja, weil die bisherige ist einfach zu schwach. Und man kann das auch sehen. Ja. Gut, also bei mir ergeben sich die 70-Jahr-Wochen da ganz ungezwungen, aber mit einem zugegebenermaßen ganz anderen Ergebnis, keine Frage. Ja. Aber das muss ja nicht heißen, dass das falsch ist, sondern das, was bisher da getrieben wird mit den 70-Jahr-Wochen, das ist hanebüchen falsch. Ja. Aber man hat halt bisher nichts anderes gehabt und deswegen ist man dieser Auslegung immer gefolgt. Gut, also er sieht die ersten 7 Jahrwochen und dann 62 Wochen nicht nacheinander, sondern parallel. Also das hat der Hufnagel ganz gut erfasst und genau auch wiedergegeben. Ja, er kommt dann, also ich komme dann auf Antiochos den Vierten, also auf Antiochos Epiphanes den Vierten als den Gesalten. Das ist richtig, ja. Das ist jener, der das Schwein im Tempel opferte. Das ist auch richtig, das hat er gemacht, ja. Jedoch sieht er ähnlich den meisten Auslegern die letzte Jahrwoche in der Endzeit, den letzten Tagen vor dem Kommen Christi. Ja, das stimmt, das sehe ich so. Und der Grund dafür ist der, dass dieser Antiochos Epiphanes, der in Daniel 9 errechnet wird mit den 70-Jahr-Wochen, dass dieser Antiochos Epiphanes selber 7 Jahre regiert hat und in der Mitte seiner Jahrwoche auf dem Tempel auf dem Altar im Tempel ein Schwein geopfert hat und noch viele andere Dinge gemacht hat, um den Tempel zu entweihen und Hunderttausende von Juden in Jerusalem getötet hat. Und diese 7 Jahre Herrschaft von Antiochos Epiphanes, die wird sich in der Endzeit wiederholen. Das wird wiederkommen. Da kommt wieder ein Antiochos. Da kommt kein Titus, da kommt ein Antiochos. Das sagt Jesus auch in den Endzeitreden. Wer Daniel liest und dort vom Gräuel der Verwüstung liest, der achte darauf. Ja. Warum? Weil dieser Antiochos Epiphanes wiederkommt. Und der hat 7 Jahre geherrscht. Und in der Mitte seiner Herrschaft hat er den Tempel verunreinigt. Und es ist ja fast so, als ob Antiochos Epiphanes eine Jahrwoche geherrscht hat. Und wenn er sich wiederholt in der Endzeit, dann wird diese Jahrwoche dieser 7-jährigen Herrschaft von Antiochos Epiphanes entsprechen oder wird die spiegeln. Ja? Da kommt jemand, ein Tier, das war, das nicht war und wieder sein wird. Das ist Antiochos. Und diese Spiegelung in der Endzeit, die wird wiederkommen und Antiochos, dieser endzeitliche Antiochos, das ist der Antichrist. Und in der Mitte der Jahrwoche wird er auch den Tempel verwüsten und verunreinigen. Ja, also das ist die Parallele, die ich da in Daniel sehe und ziehe und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Ja. Da ist diese bisherige Berechnung an den Haaren herbeigezogen. Aber dazu muss man tief in den Text einsteigen. Ja. Und dann lohnt sich's nicht, sich da gegenseitig zu beschimpfen, das muss man analysieren. Das ist keine Frage von Streit, das ist eine Frage von Analyse. Und die vermisse ich da oftmals. Ja. Freue mich aber über jeden, der das versteht. Ja. Und es sind Tausende, die das verstehen. Gut, also auf diesen Erkenntnissen aufbauend interpretiert er auch die Reiche von Daniel das Standbild anders. Diese Beine, / Füße, /10 Zehen des Standbilds in Daniel 2 sind bei ihm die Diadochenreiche. Ja, das ist richtig. Bisher sagt man, das Standbild hat 2 Beine und diese Beine sind Ost- und Westrom. Das entspricht aber nicht dem Text. Im Text steht Schock. Schock heißt Schenkel. Schenkel hat der Mensch 4, nämlich 2 Oberschenkel und 2 Unterschenkel. Und auf Alexander den Großen folgte nicht das Römische Reich, wie das immer behauptet wird, sondern folgten 4 Diadochen, 4 Schenkel. Und diese 4 Diadochen sind im vorderen Orient und nicht in Italien. Ja. Das Römische Reich spielt für ihn keine endzeitliche Rolle, das ist richtig. Ich glaube, wir leben im Römischen Reich jetzt. Das ist die EU, ja, und die EU, die bricht gerade zusammen. Das Römische Reich bricht zusammen, das stürzt in sich zusammen. Wir sehen das auch gerade, aber viele können das nicht zuordnen, ja. Ich glaube, dass das Römische Reich die jetzige EU ist und dass dieses Römische Reich gerade zerbricht und Gott die Zeiten zurückdreht bis zur Zeit von Antiochos und dass es biblisch wird. Und wer seine Bibel kennt, der wird staunen darüber, dass plötzlich der Nahe Osten ganz anders aussieht, als wir den jetzt noch kennen. Ja? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass das schon zu sehen ist im Nahen Osten. Ja.
Aus dieser Erkenntnis baut er sich eine völlig andere Zukunft für die Endzeit um und in Israel auf. Ja, das ist richtig. Ich sehe da eine vollkommen andere Zukunft als die, die normalerweise bislang hier gezeigt wird. Und zwar aus den vorgenannten Gründen. Ja. Zudem baut er gewisse Auslegungs-Ausdeutungsregeln auf, wie das 12 und 2, Seite 900 Kindle oder eine 3 und 1 Struktur. Ist richtig, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber es sind wunderschöne Strukturen, die da in der Bibel auch existieren. Die hat er jetzt ja hier auch nicht weiter ausgeführt, dann spare ich mir das auch. Ja. Diese seine Auslegungen sind so deutlich anders als die, was heute vornehmlich vertreten wird, dass es aus meiner Sicht lohnend ist, dies sich genauer anzusehen und zu bewerten. Ich muss mal gerade gucken, ob meine Belichtung da noch stimmt. Ja, ich mache die mal ein bisschen heller. Diese seine Auslegungen sind so deutlich anders als das, was heute vornehmlich vertreten wird, dass es aus meiner Sicht lohnend ist, die sich genauer anzusehen und zu bewerten. Ja, das stimmt, das finde ich auch schön. Ja. Was mir gefällt und auch zu beachten ist, dass Herr Klein sehr deutlich macht, dass das Thema Endzeit und diese künftigen Dinge etwas sind, worüber man unterschiedliche Meinungen haben kann, ohne dass man diese als Irrlehre oder Ähnliches diffamieren sollte. Ja, das möchte ich hier auch nochmal betonen. Ja, das ist wichtig. In meiner Haltung bin ich da voll konform, das ist schön. Jedoch ist das Wort Gottes auch mit Respekt, Verstand und Sorgfalt auszulegen, da bin ich absolut aus seiner Meinung. Sich salopp gesagt mal Dinge auszudenken, zu behaupten und diese dann als mit vielen Bibelversen gespickte Lehre dann zu präsentieren, ist kein gutes Unterfangen. Ja, das stimmt, ja, salopp gesagt ist das richtig. Habe ich aber auch nicht gemacht. Ja? Ich habe das nicht einfach behauptet und gespickt, ja, mit Bibelversen. Ich habe mir das auch nicht einfach kurzfristig ausgedacht und dann irgendwo ins Internet gestellt, sondern wie gesagt, behandle ich das seit 35 Jahren und habe vor gut 30 Jahren schon in Nordrhein-Westfalen, in einer großen nordrhein-westfälischen Stadt, mit einem Pastor über die Dinge gesprochen und mich darüber schon ausgetauscht. Ja. Das ist also nicht einfach mal ausgedacht und behauptet, sondern das ist am Text argumentiert. Ja. Und das kann man nicht einfach so beiseite schieben. Ich verstehe aber, dass das schwierig ist, auch zu verstehen, dass diese erhöhte Schlange in der Wüste ein Bild auf Golgatha ist. Zumindest war das für Nikodemus schwer zu verstehen. Ja? Da ist nachzuvollziehen, dass die neutestamentliche Wiedergeburt im Alten Testament mit dem Bild der Geburt und der Wehen angedeutet wird, sehr viel leichter. Und meine Frage ist dann manchmal, also wenn man nach 2000 Jahren Christenheit und dem kompletten Neuen Testament nicht sehen kann, dass im Alten Testament Bilder für die Wiedergeburt vorhanden sind, hätte man dann zur Zeit Jesu oder zur Zeit von Paulus den Paulus auch kritisiert für seine Auslegung? Hätte man Jesus auch kritisiert und gesagt, du kannst doch nicht einfach die erhöhte Schlange in der Wüste, diese Nehustan, ja, einfach auf deine Kreuzigung auslegen? Ja, denn das war sehr viel schwieriger zu verstehen, als zu verstehen, dass diese alttestamentlichen Bilder der Wehen Zions ein Bild sind auf die Wiedergeburt zur Zeit der Apostelgeschichte und auch mittelbar dann unserer eigenen persönlichen. Ja. Gut, also das ist keine saloppe Sache oder irgendwo ausgedacht, behauptet und gespickt. Und das so zu behaupten, finde ich, das ist kein gutes Unterfangen. Ja. Vielmehr sind die vielen Irrtümer und Irrungen der Vergangenheit Warnung genug, hier mit Bedacht und Sorgfalt an das Thema anzugehen oder heranzugehen, müssen wir da eigentlich schreiben. Ja, ich verweise hier gerne auf die Arbeit von Stuhlhofer, das Ende naht. Bin ich grundsätzlich einverstanden mit ihm, dass man das sauber argumentieren muss. Habe ich auch gemacht in vielen, 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 vielen Videos und in Büchern und in Vorträgen und ich weiß jetzt noch was, ja. Als Quelle für eine kritische Beschäftigung mit den Lehren von Herrn Klein sind Videos oder Audioaufzeichnungen schlecht verwertbar, obgleich es da sehr viele gibt. Ja, ich mache das ja auch schon sehr lange und sehr ausgiebig, ja, damit das auch verstanden wird und zeige auch, wie die Auswirkungen sind von dieser Kenntnis der Wiedergeburt Jerusalems, weil die viele Bibelstellen erklärt, ja. Es fehlt hier die gute Zitierfähigkeit. Das heißt also, für ihn ist das schwierig, jetzt Videos in einer PDF-Datei zu zitieren. Da hat er recht, ja. Einzig, wenn man das über Schnittprogramme als Video analog erstellte, wäre es sicherlich gut präsentierbar, aber das übersteigt meine Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich habe mir daher sein Buch Neues Handbuch der biblischen Prophetie, Stand April 2024, Klammer auf,
Ältere Vorversionen gibt es auch und wohl auch immer wieder neue Überarbeitungen, da eben Amazon solches sehr einfach ermöglicht. Ja gut, zur Überarbeitung muss ich sagen, dass auch andere machen. Ja? Das sind auch keine inhaltlichen Überarbeitungen oder inhaltliche Korrekturen, sondern da gibt es mal einen Kommafehler, da ist mal das mit SZ oder mit SS geschrieben oder mit einem einfachen S. Da sind mal zwei Leerstellen zwischen zwei Worten statt einem. Und wenn man das Buch dann nach einer Zeit lang in die Hand nimmt und das liest oder andere das lesen, dann schreiben die schon mal und sagen, guck mal, du hast hier einen Schreibfehler. Und dann korrigiere ich das und lade das natürlich auch wieder in Amazon hoch. Zum Glück ist das wirklich einfach möglich in Amazon. Aber das sind keine inhaltlichen Korrekturen, wo ich jetzt sage, ich habe mich da komplett verhauen und muss das irgendwie neu korrigieren, ja. Und das müsste eigentlich dann hier auch mal, gut, vielleicht weiß er es auch nicht, ja, als Außenstehender sieht man nur, dass es Vorversionen gibt. Amazon legt das da irgendwie dann auch auf und ist auch okay, ja. Und ich habe das auch immer kenntlich gemacht, wenn irgendwo was geändert werden würde. Aber es sind keine inhaltlichen Änderungen, wo ich sage, ich habe mich da getäuscht, du musst das nacharbeiten. Darüber hinaus sollte er vielleicht, sorry, Herr Hufnagel, Sie sollten Ihr Schreiben hier auch vielleicht nochmal überarbeiten. Da sind auch jede Menge Schreibfehler drin. Da sind Worte doppelt, ja. Ich will Sie da nicht groß kritisieren. Das passiert halt auch, aber Sie müssten das auch nochmal überarbeiten und vielleicht mal auch sprachlich ein bisschen glätten. Sie müssen das ja nicht inhaltlich ändern, aber das machen auch andere. Also zum Beispiel der Karl-Heinz van Heiden hat die neue evangelistische Übersetzung übersetzt und er hat auch immer wieder neue Veröffentlichungen dann auch gemacht, wo er Dinge nachschärft oder nacharbeitet. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Ja? Er kennzeichnet das ja auch. Dann gibt es die NEU, die neue evangelistische Übersetzung 2023. Jetzt gibt es die NEU 2024 und er kann das sehr schnell machen, weil er die diese Bibelübersetzung auf dem PC hat und die als PDF dann veröffentlicht, und dann geht das auch schnell. Das darf man auch. Ja, Luther hat es auch gemacht. Gibt es auch letzte Hand von Luther. Ja, das war dann die letzte Fassung, die er hatte von seiner Bibel. Und es ist bei großen, umfangreichen Werken ist das immer wieder auch mal. Und es ist ja gut, dass man das auch überarbeiten kann. Ja, das ist also gar nichts irgendwo Ungewöhnliches oder Schlimmes. Ja, also er hat sich dann mein Buch gekauft digital und ich nehme dieses Buch als Grundlage. Das ist praktisch dieses E-Book, ja, was im Internet auch erworben werden kann bei Amazon. Videos werden, soweit sinnvoll, auch zitiert mit Verweis. Zitate aus der Kindle-Version dieses Buches sind mit Kindle gekennzeichnet. Da leider Kindle kein Kopieren von Texten ermöglicht, musste ich über Bildschirmausschnitt, hier zum Beispiel über Bildschirmausschnitte, ja, die jeweiligen Passagen einfügen, was leider unweigerlich zu abgeschnittenen Sätzen führt. Ist okay, ist auch nicht schlimm. So, Teil 1, die Wiedergeburt Jerusalems, Argumentation von Herrn Klein. Da haben wir denn eine halbe Stunde, ja, gut. In seinem Buch, seinen Videos und Vorträgen spielt die Wiedergeburt Jerusalems die zentrale Rolle. Das ist der Kern seiner neuen Lehre und Erkenntnis. Wie gesagt, das ist keine neue Lehre, das ist im Neuen Testament enthalten, aber diese Stellen sind halt für uns dunkel, weil wir nichts von der Wiedergeburt Jerusalems wissen. Das ist der Unterschied, ja. Die Lehre ist alt. Ja, das hat Paulus schon gewusst. Das sieht man auch an seinen Formulierungen, ja, wenn er schreibt, dass er eine unzeitige Geburt ist. Oder 1. Thessalonicher 5, kann man das nachvollziehen. Ja. Es durchzieht wie ein roter Faden all seine Ausführungen. Natürlich, weil ich mich mit dem Thema beschäftige, ja, muss das ja auch wie ein roter Faden die Ausführungen durchziehen. Entsprechend ist nun wichtig, zum einen seine Sicht hier korrekt zu erfassen und wiederzugeben, aber daran auch die kritischen Punkte zu verdeutlichen. Wer das Buch nicht hat, kann unter nachfolgendem Link sehr gut diese Darstellung nachhören. Ja, ich habe das mal als Hörbuch aufgesprochen, das gibt es auf YouTube, dann kann man das auch anhören, ja. Das habe ich zum Beispiel auch gemacht, um Schreibfehler auch auszumerzen, ja. Ich habe mich also gezwungen, das als Hörbuch einzulesen, das hat tagelang gedauert und dann sieht man natürlich auch, dass man da und dort ein Komma vergessen hat oder irgendwelche Schreibfehler sind, habe die korrigiert und habe das Buch dann halt auch neu in Amazon eingestellt, aber nicht inhaltlich verändert, ja. Über viele Kapitel verteilt hat der Klein hier YouTube-Videos erstellt und Kapitel 1 ist eben schon das zentrale Thema, genau, weil es ja auch mit dem Thema anfängt. Dann zitiert er hier Johannes 3. Die Argumentation startet wie folgt. Nikodemus, ein Oberster unter den Pharisäern, kommt zu Jesus. Jesus stellt ihm die Frage nach der Wiedergeburt, geboren aus Wasser und Geist, und tadelt Nikodemus, dies nicht zu wissen. Vers 10, ja, da sagt Jesus zu Nikodemus, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht. Gilt auch für heutige neutestamentliche Lehrer, ja. Daraufhin stellt Herr Klein die Frage, wo denn im Alten Testament die Wiedergeburt zu finden ist. Die Frage stellt sich zwingend, weil die Kreuzigung ja auch im Alten Testament zu finden ist. Ja? Und Wiedergeburt
und die Kreuzigung Christi sind die beiden Dinge, die man braucht, um in den Himmel zu kommen. Weil auf Golgatha unsere Sünde vergeben wurde und wir, wenn wir wiedergeboren sind, das Reich Gottes sehen können und gläubig geworden sind und das für uns persönlich angenommen haben, dass Jesus für uns gestorben ist, dann kommt man in den Himmel, um das ganz kindlich auszudrücken, ja. Darauf stellt Herr Klein die Frage, wo denn im Alten Testament die Wiedergeburt zu finden ist. Das ist eigentlich nicht ganz richtig. Ich stelle zunächst die Frage, wo im Alten Testament Golgatha zu finden ist. Das ist meine erste Frage. Warum stelle ich das als erste Frage? Weil das uns geläufig ist, weil wir das alle kennen oder kennen sollten. Ja? Und dann gehe ich ins Alte Testament und zeige viele Bilder, Typologien, Allegorien auf Golgatha. Und dann sage ich, was ist denn mit der Wiedergeburt? Und können wir die Wiedergeburt auch im Alten Testament bildhaft finden und gehe dann ins Alte Testament und suche Bilder für die Wiedergeburt im Alten Testament. Ja? Gut, also er schreibt, für die Kreuzigung gibt Christus das Bild der ehernen Schlange, das sagt Jesus selber, ja, aus Mose 4,21. Aber für die Wiedergeburt fehlt ein Verweis auf ein Bild im Alten Testament. Das ist so. Jesus lässt das offen, ja, lässt das als Geheimnis. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist das denn im Alten Testament? Und vielleicht da nochmal ganz deutlich zu, alles, was im Neuen Testament geschrieben steht, ist im Alten Testament schon keimhaft angelegt. Und ich habe vor wenigen Tagen, ein Video hochgeladen, auch Antichrist und falscher Prophet im Alten Testament. Also selbst die findet man im Alten Testament. Man findet die Hure Babylon im Alten Testament. Man findet Pfingsten im Alten Testament. Man findet im Alten Testament in Jesaja 59, als unsere Mutter das himmlische Jerusalem ist. Man findet im Alten Testament natürlich Golgatha. Man findet Jesus Christus, den Messias, im Alten Testament. Und alle diese Dinge findet man im Alten Testament. Und man findet auch die zwei Zeugen im Alten Testament. Ja? In Bild Boas und Jachin, die beiden Tempelsäulen, ist ein Bild auf die beiden Zeugen. Die beiden Zweige im Nachtgesicht Nummer 5, ja, wo es um Leuchter und Ölbaum geht, da fragt Zacharja nochmal nach zwei Zweigen gesondert. Das ist ein Bild auf die beiden Zeugen und so weiter. Also alles das, was wir im Neuen Testament finden, finden wir im Alten Testament. Bis zum Mahlzeichen des Tiers finden wir im Alten Testament. Und deswegen ist es auch nichts Ungewöhnliches, jetzt nach Golgatha im Alten Testament zu suchen, ja. Und vor allem dann auch, ausgehend von Johannes 3, nach der Wiedergeburt im Alten Testament zu suchen. Die muss doch auch vorhanden sein, ja. Und das Bild für die Wiedergeburt im Alten Testament ist Geburt. Eine Frau wird schwanger. Siehe die junge Frau oder siehe eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel heißen. Das ist ein Bild auf die neutestamentliche Wiedergeburt. Ja? Das ist in erster Linie ein Bild auf die Geburt Christi oder man muss noch genauer sagen, das ist in erster Linie ein Bild auf die Jungfrauengeburt Marias. Das steht in Jesaja 7, ja? Bei der Christus geboren wurde. Und weiterführend auch nochmal, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich mich dann sonst da verzettle in dem Thema, aber das sind die beiden Stränge. Also ich zeige in Johannes 3, können wir einen Strang ganz exakt gehen. Golgatha, die erhöhte Schlange in der Wüste, Mose, ja, alle, die auf die erhöhte Schlange schauen, bleiben am Leben. Wunderschönes Bild. Wir hatten im Hauskreis vor einigen Jahren eine Schwester, die hat gesagt, ja, aber wieso ist das denn ein Bild auf Jesus? Ist Jesus denn eine Schlange? Wieso hat Mose denn da eine Schlange erhöht? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Und so eine Frage hätte ich jetzt bei Herrn Hufnagel auch erwartet, wenn dieses Bild nicht schon so bekannt wäre seit 2000 Jahren in der Christenheit. Denn so wie er die Wiedergeburt jetzt im Alten Testament abqualifiziert, ja, so müsste er dann eigentlich auch abqualifizieren und sagen, Jesus ist doch keine Schlange, ist doch der Heiland der Welt. Wieso ist er denn als Schlange erhöht worden? Naja gut, weil Paulus sagt, Christus ist für uns zur Sünde geworden. Er wurde die personifizierte Sünde im alttestamentlichen Bild, angedeutet in dieser ehernen Schlange, ja, die man im Glauben, die man anschauen sollte. Ja. Und alle, die Jesus, den erhöhten Christus auf Golgatha anschauen, werden nicht verloren, sondern werden gerettet werden, ja, weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden. Deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt, Johannes 3,16. Ja. Aber wenn ich sehe, wie jetzt die Wiedergeburt im Alten Testament oder die Andeutung der Wiedergeburt im Alten Testament dann halt kritisiert wird, dann würde ich sagen, also mit demselben Argumentarium müssten dann die Kritiker und auch Herr Hufnagel, Sie auch, ja, auch dieses Bild der erhöhten Schlange kritisieren. Weil das ist noch schwieriger zu verstehen, als dass die Wiedergeburt durch eine Geburt von Sarah, ja, ein Schwangerwerden und ein Gebären von Sarah zum Beispiel dargestellt wird. Also das sind so Sachen, wo ich dann auch so meine Fragezeichen habe. Okay, gut.
Bekannte Stelle zur Wiedergeburt soll Hesekiel 11, 19 sein. Ja, Hesekiel 11 und Hesekiel 36, das sind Parallelen, ja, die drücken beide das Gleiche aus. Also er kürzt das hier zu sehr ab, ja. Im Allgemeinen, wenn man fragt, wo steht denn die Wiedergeburt im Alten Testament, dann sagen alle in Hesekiel 11 oder mehr noch sagen in Hesekiel 36, weil die meisten nicht wissen, dass Hesekiel 36 noch eine Parallele in Hesekiel 11 hat. Ja. Dann sage ich, in Hesekiel 36 und Hesekiel 11 steht aber, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Und das erfüllt nicht die Anforderungen, die Jesus an Nikodemus stellt. Ja, das schreibt er auch hier, dieser, aber erfüllt nicht die Anforderungen, da es nichts über Wiedergeburt aussagt und nichts über Israel. Ja, über Israel sagt es halt schon was aus, ja, weil diese Verheißung in Hesekiel 36 aufs Engste an die Rückführung Israels aus den Heiden nach Israel gekoppelt ist. Natürlich sagt die Stelle in Hesekiel 36 was über Israel aus. Ja, die steht ja da zwingend im direkten Zusammenhang. Und das hat es bisher noch nicht gegeben, eine Rückführung Israels oder eine Geistesausgießung auf Israel. Ja, auch seit 1948 noch nicht. Ist auch erstaunlich. Ich glaube, das kommt erst noch. Hesekiel 36 und Hesekiel 11 kommen erst noch, weil ich glaube, dass das heutige Israel nochmal in eine Gefangenschaft geht nach Assyrien und nach Ägypten. Oder um das neu modern zu sagen, Israel geht nochmal in eine Gefangenschaft in den Iran und in Ägypten nach. Also in den Iran und nach Ägypten. Und aus dieser Gefangenschaft wird Israel wiedergeholt werden, wenn Christus auf den Ölberg kommt. Ja? Aber diese Stelle in Hesekiel 36 wird immer zitiert und wird auch zitiert auf die Wiedergeburt, dass dort die Wiedergeburt im Alten Testament vorhanden sei. Eine andere Stelle hat man aber nicht. Das finde ich sehr wenig. Ja? Wenn man fragt, wo Golgatha im Alten Testament steht, haben wir einen ganzen Strauß von Bibelstellen. Von Typologien und Analogien. Ja, die Bibel ist voll davon. Aber für die Wiedergeburt hat man nur Hesekiel 36. Und die schreibt nicht mal von der Geburt, diese Bibelstelle. Die spricht davon, dass Israel ein neues Herz bekommen soll und einen neuen Geist. Das ist eine mangelhafte Stelle. Ja? Und deswegen sage ich auch hier, auch wie der Herr Hufnagel hier schreibt, hätte Christus von neuem Herz und Geist gesprochen, hätte Nikodemus im biblischen Kontext des Alten Testaments geantwortet, aber Christus sprach von neu geboren werden und dazu wusste Nikodemus keine Antwort. Ja, das ist so. Ja? Nikodemus kommt ja und sagt, wir wissen, und Jesus sagt, gut, du bist Lehrer Israels, dann lass uns mal über mein Wort reden. Und dann hat er mit ihm über die Wiedergeburt gesprochen und über Golgatha. Und das darf man auch nicht vergessen. Wenn Nikodemus damals bei Jesus gesessen hat und mit ihm gesprochen hat in diesem Nachtgespräch, dann hat er die Sache mit Golgatha auch nicht verstanden. Nikodemus hat die Wiedergeburt nicht verstanden, weil er die physisch, biologisch verstanden hat, als ob er in den Leib seiner Mutter zurückgehen müsse. Und die Erhöhung der Schlange in der Wüste und die Erhöhung des Menschensohnes, da ist er nach Hause gegangen und hat gar nichts mehr verstanden, der Nikodemus. Erst als er Jesus auf Golgatha sieht, dass Jesus gekreuzigt wird, da versteht er, jetzt ist er erhöht. Aber man muss sich mal in dieses Gespräch zurückversetzen. Und das fehlt mir auch hier bei Herrn Hufnagel und bei vielen Auslegern auch. Ja? Man spricht über das Gespräch wie ein entfernter Beobachter. Ja? Aber man muss sich in diese Situation reinversetzen. Wenn Jesus zu Nikodemus sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, dann hat er gesagt, der Menschensohn, das war doch mal in Daniel und auch in Hesekiel, und wieso muss der denn erhöht werden? Geht er auf den Tempel oben drauf oder geht er auf einen hohen Berg, vielleicht auf den Hermon? Wie erhöht? Wer erhöht denn den Menschensohn? Ja, das war für ihn ein totales Geheimnis. Versetzt euch in dieses Gespräch rein. Ja, das ist ja das Thema. Und deswegen war für ihn Golgatha oder die Erhöhung der Schlange in der Wüste hat er mit Golgatha zum Zeitpunkt des Gesprächs überhaupt nicht in Verbindung gebracht, auch nicht in Verbindung bringen können. Und von der Wiedergeburt hätte er wissen können aus dem Alten Testament, auch wie von Golgatha, ja, hätte er wissen können. Deswegen fordert ihn ja Jesus heraus. Aber das hat er beides zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, aber später dann schon. Und als Nikodemus zu Pfingsten wiedergeboren gewesen ist, hat er auch den Rest mit der Wiedergeburt verstanden. Aber dass nach 2000 Jahren Bibellehrer nach dem Vorlegen des kompletten Neuen Testaments nicht in der Lage sind zu verstehen, dass im Alten Testament die Wiedergeburt in Form eines Bildes, in Form von gebärenden Frauen, Frauen, die im hohen Alter sind, oder von Zion, die gebären soll, vorgeschattet wird, dass das nicht verstanden wird von neutestamentlichen Bibellehrern, da staune ich immer wieder drüber.
Und dann frage ich mich, ob dieselben vor 2000 Jahren auch Jesus und Paulus widersprochen hätten. Ich kann die Frage aber nicht beantworten und will die auch nicht beantworten, weil das nicht meine Aufgabe ist, sowas zu beantworten. Ja, aber ich staune darüber. Gut, also Nikodemus wusste dazu keine Antwort. Nächster Spiegelstrich: In der dann eingespielten Predigt wird weiter argumentiert. Es geht bei Johannes 3 um zwei Punkte, um die Wiedergeburt und um die Kreuzigung. Das ist richtig. Die Kreuzigung wird anhand der ehernen Schlange alttestamentarisch, das heißt alttestamentlich, nicht alttestamentarisch, ausgelegt. Das ist richtig. Ja. Über die Wiedergeburt gibt Christus kein Bild aus dem Alten Testament. Auch richtig. Aber er tadelt aber das Nichtwissen von Nikodemus. Ja. Daher folgert Herr Klein, dass im Alten Testament diese Wiedergeburt beschrieben sein muss. Natürlich, ja. Und Nikodemus das als Lehrer hätte wissen müssen. Auch natürlich. Ja. Genau wie mit Golgatha auch. Im Folgenden wird nun anhand von Stellen des Alten Testaments diese Wiedergeburt entdeckt, in Anführungsstrichen. In 2. Könige 19 wird die Belagerung Jerusalems durch Sanherib beschrieben, welche durch das Einwirken Gottes verhindert wurde. Den Vers 3 dieses Textes hebt er hervor. 2. Könige 19, Vers 3. Und sie sprachen zu ihm: So spricht Hiskia, dieser Tag ist ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung, denn die Kinder sind bis an die Geburt gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Ja, das finde ich eine sehr erstaunliche Bibelstelle. Ich hätte verstehen können, wenn Hiskia gesagt hätte: Die Herr, vor der Stadt stehen die Assyrer, die bringen uns alle um, rette uns. Ja, das hätte ich verstehen können. Aber dass Hiskia ein Problem hat, weil keine Kinder geboren werden, in so einer lebensbedrohlichen Situation, das passt doch nicht. Ja? Und ich habe dazu auch in Frankreich auf einer Immobilienmesse in Südfrankreich am Mittelmeer in einem teuren Hotel einen jüdischen Investor danach gefragt. Der hatte auch keine Antwort. Ja? Der sagt: Ich bin zwar Rabbiner, aber ich praktiziere nicht. Ich habe gefragt: Können Sie mir vielleicht noch nach unserem geschäftlichen Termin eine Frage zur Bibel beantworten? Und habe den dann gefragt nach 2. Könige 19, nach der Aussage von Hiskia. Und da hat er sofort abgewehrt, ja. Aber das ist ja eine erstaunliche Bibelstelle, ja. Und ich habe mir auch Bücher von Theologen über Jesaja bestellt, die in Heidelberg lehren an der Universität und die da tief in die Themen reingehen. Ja, dicke Bücher habe ich dazu gelesen und ich habe da nichts gefunden zu. Die sagen ja, die Situation damals in Jerusalem war so notvoll, dass das beschrieben wird, verglichen wird mit einem Kind, was nicht in dem Geburtskanal stecken bleibt und nicht geboren werden kann. Aber das sagt Hiskia ja nicht. Er spricht ja von die Kinder, nicht von einem Kind, was im Geburtskanal stecken bleibt. Ja. Und wieso nimmt er überhaupt dieses Bild der Geburt? Wieso nimmt er nicht ein anderes Bild? Ja? Was ist das für ein Bild der Geburt? Und dieses Bild der Geburt taucht immer wieder im Alten Testament auf und immer wieder in Verbindung mit Zion. Und Jesus spricht auch von Geburt und von Geburtswehen. Und Paulus spricht davon und Petrus. Warum ignoriert man das? Ja? Warum ist das schlimm, wenn man das mal anfängt anzuschauen, mal zu analysieren? Was ist denn so schlimm daran? Ja? Ich staune da immer drüber. Ja? Anstatt die Not und das Unheil zu beklagen, wird von einer Geburt gesprochen, zu der die Kraft fehlt, genau. Diese Stelle ist ihm daher ein Stolperstein, ein Hinweis auf mehr, ja, das ist richtig. Und dann zitiert er Jeremia 5, Vers 31, da müsste dann 4, Vers 31 stehen, Herr Hufnagel, müssen Sie überarbeiten, ja, sorry, ich will nicht schimpfen, ja, nicht zynisch sein, aber ist ja nicht schlimm, mach mal einen Schreibfehler, ja. Denn ich höre eine, weil hier steht Jeremia 4, ja, denn ich höre eine Stimme wie von einer Kreisenden, also Kreisende ist eine Gebärende, ja, Angst wie von einer Erstgebärenden, die Stimme der Tochter Zion, sie seufzt, sie breitet die Hände aus, weh mir, denn kraftlos erliegt meine Seele den Mördern. Ja, das ist eine weitere Parallelstelle in Jeremia. Ich sagte ja schon, dass man diese Bibelstellen öfters hat. Ja, die findet man in Jeremia auch immer wieder neu. Ja. In 2. Könige 19 beschreibt hier analog Jeremia Zion. Ist gleich Jerusalem in Belagerung und als Gebärerin. In Jeremia 6,24 wird ebenso diese Angst der Gebärerin beschrieben, wie auch in Jeremia 30, Vers 6, auch in Micha 5, Vers 2 wird hier in den auch Micha 5, Vers 2 wird hier in den Zusammenhang gesetzt. Das stimmt, in Micha 5, Vers 2 ist auch nochmal eine Bibelstelle, die über Geburt spricht. Ja? Da steht, indes lässt er die gebären soll, so lange plagen, bis sie geboren hat. Das ist also auch eine Geburtsstelle in Micha 5. Jesaja 7 ist eine Geburtsstelle, ja. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Jesaja 8 ist eine Geburtsstelle. Da gebiert die Prophetin ein Kind mit dem Namen Raubebald Eilebeute.
Jesaja 10 ist eine Geburtsstelle. Siehe, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Dieses Bild des Geborenwerdens, der Geburt, findet man immer wieder. Sie sind in Verbindung mit dem Messias, Jesus, und sie sind mittelbar in Verbindung mit der Gemeinde Jesu, die von neuem geboren wird. Und darauf spricht Jesus Nikodemus an in Johannes 3. Ja. Herr Klein springt dann zurück auf Johannes 3, dem Tadel über das Nichtwissen von Nikodemus. Ein bisschen dunkler wieder. Die Sonne geht immer hier hinter den Wolken auf und wieder unter. Ja. Herr Klein springt dann zurück auf Johannes 3, dem Tadel über das Nichtwissen von Nikodemus, in dessen Lücken über die biblischen Zeugnisse der Wiedergeburt Zions im Alten Testament, also Wissenslücken, ja. Herr Klein springt dann zurück auf Johannes 3, dem Tadel über das Nichtwissen von Nikodemus und dessen Lücken über die biblischen Zeugnisse der Wiedergeburt Zions im Alten Testament. Ja, das ist so, das drängt sich geradezu auf, ja. Das wäre geradezu töricht, diese Gedanken nicht zu verfolgen, ja. Er geht anschließend zu 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wo Paulus diese Zeit mit den Wehen der Schwangeren vergleicht und auch Matthäus 24, Vers 8 benutzt das Bild der Wehen. Genau, also Jesus verwendet das auch, dieses Bild der Wehen für die letzte Zeit. In der Stelle aus 1. Korinther 15, Vers 8 bezeichnet sich Paulus als Frühgeburt oder als unzeitige Geburt. Das deutet er dahingehend, dass Paulus zu früh wiedergeboren wurde, wissend, dass die eigentliche Geburt Israels erst zum Ende der Zeit kommen würde. Ja, bei der näheren Beschäftigung mit diesem Wort Ektromati, also zur Unzeit, zur falschen Zeit, habe ich gesehen, dass Scofield davon ausgeht, dass Paulus sich als Frühgeburt versteht. Wobei Paulus ja sagt, als letztem von allen, nachdem 500 Brüder auf einmal und auch die Apostel den auferstandenen Jesus gesehen haben, sagt Paulus ja, dass er als letzter von allem auch den Herrn gesehen hat, als eine unzeitige Geburt, sagt meine Lutherbibel. Und dieses griechische Wort to ektromati heißt eigentlich nur zur falschen Zeit. Und weil das bei biologischen Geburten ist, wenn jemand da zur falschen Zeit geboren wurde, dann waren das immer Frühgeburten, weil die Spätgeburten waren Totgeburten. Ja, also wenn jemand zur falschen Zeit geboren wurde und am Leben blieb, dann musste der eine Frühgeburt sein, die so halbwegs wieder hergepäppelt, hochgepäppelt wurde und dann das überlebt hat. Deswegen haben die Theologen bei diesem Gedanken der unzeitigen Geburt immer eine Frühgeburt im Kopf, weil eine Spätgeburt immer eine Totgeburt gewesen ist. Und deswegen haben viele dann auch das als Frühgeburt gedeutet und ich habe das von dort übernommen und habe nachher aber gesehen, dass Paulus sich eigentlich nicht als eine Frühgeburt bezeichnet, sondern nur eine Geburt zur falschen Zeit. Warum? Weil er ja wusste von diesem Zeitpunkt von Pfingsten, und zwar, weil er das Alte Testament so gut kannte und Gottes Geist ihm das auch verständlich gemacht hat. Ja? Und er sagt, damals war ich noch Jude und wollte von Jesus gar nichts wissen. Und bei der Steinigung des Stephanus hat er ja die Kleider dann da getragen oder auf die Kleider aufgepasst, ja, und kam dann später zum Glauben und er wusste, der Verheißungszeitpunkt für die Stadt Jerusalem und für Juden und Benjaminiter, und er ist ja ein Benjaminiter gewesen, war eigentlich zu Pfingsten. Und da war er zu spät, also die Geburt war unzeitig, ja, er war eine Spätgeburt. Und im Vergleich dazu, zu der zukünftigen Wiedergeburt Jerusalems, ist er zu früh. Also er ist irgendwie zur Unzeit geboren. To ektromati, zur falschen Zeit. Ja. In der Predigt damals, die ist ja schon viele Jahre alt, die habe ich in der Kirche gehalten, irgendwo im Schwäbischen. Und da war ich gerade dabei, das zu untersuchen, habe das später dann erst genau gesehen und das dann auch spezifiziert. Ja, das ist für mich auch ein Prozess. Ja, das fällt mir auch nicht vom Himmel. Ja. Muss man sich auch erarbeiten. Das hat sich Stück für Stück dann auch da. Und dann habe ich diese Stelle irgendwann dann auch bearbeitet. Aber es ist richtig, was er jetzt zitiert in der Predigt da in diesem Video. Da war das so, ja. In Lukas 20, Vers 42 beklagt Christus die Ablehnung der Juden, weswegen die Stadt belagert und erobert werden wird, ähnlich wie bei Hiskia. Herr Klein folgert daraus, die Wiedergeburt wird ständig im Alten Testament genannt, aber immer im Zusammenhang mit Zion, mit der Stadt Jerusalem. Ja, das folgere ich nicht aus Lukas 20, sondern das folgere ich aus dem Alten Testament. Ja. Aber Lukas 20 ist natürlich eine weitere Bibelstelle, in der Jesus von einer kommenden Belagerung Jerusalems spricht. Und da mag ich durchaus auch gerne zugeben, dass da unter Umständen auch Titus gemeint ist. In den Endzeitreden Jesu fasst Jesus diesen Bogen weiter und er hat einen weiteren Blick und er spricht nicht mehr nur von der Zerstörung Jerusalems durch Titus,
sondern von der endzeitlichen Zerstörung Jerusalems durch den Antichristen, ja, was in unserer Zeit sein könnte, wenn wir es noch erleben sollten, ja. Im Anschluss behandelt er die rhetorische Gegenfrage, wie denn die Bekehrung in Jerusalem bei Pfingsten ohne Belagerung, ohne dieses Wehen zu deuten ist. Genau, also Jerusalem ist ja vor 2000 Jahren nicht belagert gewesen. Trotzdem hat die Tochter Zion dort geboren. Ja, da gab es ja Wiedergeburt zu Pfingsten. Die Tochter Zion gebiert also und hat aber keine Belagerung, kein aktuelles Kriegsgeschehen. Das heißt, die Tochter Zion war gar nicht in Wehen und gebiert einfach so, ohne Wehen gehabt zu haben. Und dazu zitiere ich dann auch Jesaja 66, Vers 7. Ehe sie Wehen empfand, hat sie geboren und so weiter. Ja, bevor die Kindsnot sie ankam, ist sie eines Knaben genesen. Wer hat so etwas hier gehört? Naja, wir. Das heißt also, die Wiedergeburt der Israeliten oder der Juden damals in Jerusalem vor 2000 Jahren zu Pfingsten ist in Jesaja 66 vorhergesagt. Natürlich, weil alles, was im Neuen Testament geschrieben steht, im Alten Testament vorhergesagt ist. Ja. Er legt diese Stelle dahingehend aus, dass eben die Bekehrung zu Pfingsten diese frühe Geburt ohne Wehen sei. Genau. Zum Ende der Zeit aber werden dann Wehen sein, wie Jesus in Matthäus 24 sagt und Paulus in 1. Thessalonicher 5. Und die angekündigte Geburt stattfinden. Pfingsten ist eine Vorerfüllung, wie auch Petrus Joel so zitierte. Genau, ja, also zur Zeit von Pfingsten hat ja Petrus Joel zitiert, allerdings nur bis zum bestimmten Punkt. Dann bricht Petrus ab, weil das vollständige Zitat von Joel sich erst bei der endzeitlichen Wiedergeburt Jerusalems erfüllt, ja. Das kann man an den Text da sehen, habe ich ein Video dazu gemacht, ja. Die Schriften des Alten Testaments bezeugen daher diese Wiedergeburt Jerusalems, genau. Nur eben konnte das damals noch nicht stattfinden, da der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, genau. Also Hiskia sagt ja dann auch, die Kinder sind gekommen an die Geburt. Im Prinzip sagt er, jetzt ist der Modellfall der Endzeit eingetreten, ja. 185.000 Soldaten belagern Jerusalem. Und ich sage, und ich glaube, dass die Schrift das sagt, das wird sich in der Endzeit wiederholen. Zur Zeit von Hiskia konnten die Kinder nicht geboren werden, weil noch gar kein Geist da war. Ja, er sagte, die Kinder sind gekommen an die Geburt, aber es ist noch keine Kraft da, sie zu gebären. Wenn heute Jerusalem belagert wird, im Jahr 2024, dann wäre Kraft da zu gebären, weil der Geist Gottes seit 2000 Jahren ausgegossen ist. Dann könnten die in Jerusalem alle zur Geburt kommen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Ja. Also wenn heute Jerusalem belagert würde, wäre es anders und die Bekehrung, die Wiedergeburt, nicht die Bekehrung. Ja, hier muss man also genau im Thema, im Sinnzusammenhang bleiben. Dann wäre das anders und die Wiedergeburt Jerusalems könnte sofort passieren. Ja. Das Fehlen des Heiligen Geistes ist die fehlende Kraft zur Geburt aus Könige 19, Vers 3. Oder wenn man den Satz umstellt, müsste man sagen, in 2. Könige 19, Vers 3 wird von einer fehlenden Kraft zur Geburt gesprochen. Und das ist halt das Fehlen des Heiligen Geistes damals, weil der erst 800 Jahre später in Jerusalem ausgegossen wurde. Ja. Wichtig für ein Kleines ist nachfolgende Feststellung, Seite 25 Kindle. Jetzt haben wir eine Stunde, ich höre gleich auf, macht vielleicht nochmal ein weiteres Video dazu. Ja. Wichtig für ein Kleines ist nachfolgende Feststellung, um es aber noch einmal ganz deutlich zu sagen, die Wiedergeburt, die wir in Bildern im Alten Testament angedeutet finden, ist dieselbe. Von der Jesus in Johannes 3 spricht und die Paulus und alle Apostel im Neuen Testament meinen. Das ist so, ja. Und das ist natürlich im Alten Testament eine Verheißung für die Stadt Jerusalem, dass in Jerusalem Menschen zur Wiedergeburt kommen. Und zwar jeder einzelne Mensch, der dann in Jerusalem ist, war und sein wird, ja. Das ist eine individuelle Wiedergeburt, die aber der Stadt Jerusalem in Gänze verheißen ist. Ist ja nicht so schwer zu verstehen eigentlich. Da sind ja alle zu Pfingsten persönlich wiedergeboren worden. Ja, sind ja nicht die Mauern und die Steine wiedergeboren worden in Jerusalem. Ja, aber die Stadt Jerusalem kam zur Wiedergeburt. Die Tochter Zion hat geboren ohne Wehen vor 2000 Jahren und wird in der Endzeit nochmal gebären mit Wehen. Ja. Über weitere Stellen, die ich hier aber nicht zitieren möchte, führt seine Argumentation zu Sacharja 12. Er sieht in der Bekehrung in Sacharja 12 eine neutestamentliche Bekehrung und schreibt daher auf Seite 37 Kindle, Wiedergeburt im Prinzip ist das nichts anderes als die Umkehrung dessen, was Paulus im Epheserbrief schrieb, was damals für die Heiden galt, gilt heute für Israel. Gott wendete sich damals zu den Nationen mit dem Evangelium und bald wird er sich wieder seiner Stadt Jerusalem zuwenden. Also er geht wieder zurück nach Jerusalem. Jetzt wissen wir mehr als Nikodemus, das will ich aber mal meinen. Ja?
Gut, er hat jetzt hier in dem Textausschnitt nicht Sacharja 12 zitiert, weil in Sacharja 12 steht ja davon, das müsste ein anderer Textausschnitt hier sein, ja. Der passt hier nicht zu dem, der Textausschnitt aus Kindle passt hier nicht zu dem, was der Herr Hufnagel hier schreibt. In Sacharja 12 ist die Rede von dem Haus David und den Bürgern zu Jerusalem, die den Durchbohrten sehen, die weinen über ihre Sünde und die einen offenen Born gegen die Sünde und Unreinigkeit haben. Ja? Das heißt also, die sehen Jesus, den Gekreuzigten, die weinen über ihre Schuld und die haben Vergebung. Das ist neutestamentlich. Ja? In alttestamentlichen Bildern, natürlich. Aber dort kann man eigentlich eine neutestamentliche Wiedergeburt sehen in Sacharja 12. Ja? Und 13, glaube ich auch. Ja? Da erstreckt sich diese Passage dann so. Ne? Also das müsste man hier austauschen. Ist Geburt und Wiedergeburt identisch? Ja, jetzt, das ist ein spannendes Thema. Die Argumentation von Herrn Klein basiert auf einer grundsätzlichen Gleichsetzung von Wiedergeburt und Geburt. Nein, das tut es nicht. Das genau tut es ja nicht. Sondern die Wiedergeburt, diese neutestamentliche Wahrheit, wird in Form eines Bildes im Alten Testament angedeutet. Und dieses alttestamentliche Bild, diese Typologie ist Geburt. Ja, ich setze das nicht gleich, sondern ich sage, das ist im Alten Testament als Bild angedeutet und im Neuen Testament in Wesenheit als Wiedergeburt Wahrheit, neutestamentliche Wahrheit geworden. Deswegen haben wir einen neuen Menschen und einen alten Menschen, ja? Einen geistlichen Menschen und einen fleischlichen Menschen, einen inneren Menschen und einen äußeren Menschen und so weiter. Ja? Das ist ja die Folge aus der Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt ist im Alten Testament bildhaft angedeutet im Bild der Wehen und der Geburt von einer Frau, von einer ganz bestimmten Frau, nämlich von der Tochter Zion. Und von dort ist das Evangelium in alle Welt gegangen. Und am Ende geht es wieder zurück zur Tochter Zion. Und die Tochter Zion gebiert nochmal. Dann mit Wehen. Das ist der ganze Gedanke. Aber es ist nicht so, dass ich Wiedergeburt und Geburt grundsätzlich gleichsetzen würde. Da liegt der Fehler, ja. Habe ich aber mehrfach auch gesagt, auch in den Videos gesagt. Ja. Dies wird durch die Zitierung von 2. Könige 19 klar und auch später, das wird überhaupt nicht klar, ja, und auch später wird ohne weitere Annahme angesetzt, dass man Geburt mit Wiedergeburt, Wehen mit Geburt und damit Wiedergeburt gleichsetzen kann. Das ist eine Prophetie. Der Stab, den Mose in der Wüste erhöht hat, ist auch ein Bild auf den Golgatha-Holzstamm, ja, auf das Kreuz von Golgatha. Aber jeder Jude hat damals drüber gespottet und hat gesagt, ihr wollt ja wohl nicht sagen, dass die Lynchung dieses Jeschu auf dem Berg Golgatha, wo alle gekreuzigt wurden damals, dass das in diesem Stock da, den Mose in der Wüste erhöht hat und dann noch eine Schlange da oben drauf tut, dass das damit angedeutet ist. Ja? Das war dasselbe Argument. Das ist auch nicht gleichgesetzt, sondern das ist eine bildhafte Entsprechung. Aber es ist nicht gleich, ja. Jesus war ja auch nicht aus Bronze, als er gekreuzigt wurde auf Golgatha. Das müsste man dann ja auch gleichsetzen. Und da fehlt mir einfach das grundsätzliche Verständnis hier in der Ausarbeitung. Das ist ein Bild. Ja, und das habe ich vielfach gesagt in den Videos. Ja, okay, gut. Verstehen andere ja auch. Ja. Also, wo waren wir denn da hier? Ich lese das nochmal im Zusammenhang, weil da kommt jetzt eine Schlussfolgerung bei ihm. Dies wird durch Zitierung von 2. Könige 19 klar und auch später wird ohne weitere Annahme angesetzt, dass man Geburt mit Wiedergeburt, Wehen mit Geburt und damit Wiedergeburt gleichsetzen kann. Das wird weder analytisch noch sprachlich begründet oder erarbeitet, sondern behauptet. Kindle, Seite 10. Das kann man sprachlich nicht erarbeiten. Das kann man linguistisch nicht erarbeiten. Warum nicht? Erstens mal, weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist und dort Wiedergeburt griechisch formuliert wurde in den Grundtexten und im Alten Testament hebräisch verwendet wird. Ja? Wenn also Golgatha im Neuen Testament beschrieben wird, dann ist das ein Griech, das kann man linguistisch nicht mit dem Hebräischen vergleichen. Punkt zwei, der sich sofort aufdrängt, im Alten Testament wird Golgatha überhaupt nicht erwähnt. Nicht wörtlich. Ich meine damit Folgendes. Wenn ihr in eine Konkordanz Golgatha eingibt oder in eine Konkordanz Kreuz von Golgatha eingibt oder Kreuz oder Kreuzigung, gebt es in einen PC ein, da findet ihr nur neutestamentliche Stellen. Warum? Weil es keine sprachliche Entsprechung im Alten Testament dazu gibt. Die existiert nicht.
es gibt nur eine bildliche Entsprechung. Das heißt also, man kann das sprachwissenschaftlich nicht ins Alte Testament verfolgen. Damit gibt es auch keine analytische oder sprachlich begründete Erarbeitung, sondern das sind Bilder, die dort gezeigt werden. Und das Problem ist jetzt folgendes. Wenn man das sprachlich verfolgen könnte, dann könnte man sprachwissenschaftliche Bezüge herstellen. Dann könnte man das sprachwissenschaftlich und schriftgelehrt miteinander verknüpfen und verbinden. Mal ein bisschen heller, es wird so dunkel gerade. Ja? Weil wir aber diese Möglichkeit nicht haben, sind das Bilder, die gezeigt werden. Und Jesus tut das ja auch, wenn er sagt, so wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden. Punkt. Und er begründet das auch nicht sprachlich. Er erarbeitet das auch nicht. Das muss der Heilige Geist uns zeigen, dass dieses Bild im Alten Testament ein Bild auf Golgatha ist. Ja? Das heißt dann aber auch, dass es für einen reinen Sprachwissenschaftler, einen reinen Wissenschaftler, einen reinen Buchstabenmann, einen reinen Analysierer von Buchstaben nicht möglich ist, Golgatha im Alten Testament zu finden. Das ist nicht möglich, weil das sprachwissenschaftlich, das sind alles Bilder. Ja, das Lamm, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Jesus war doch kein Schaflämmlein, er war ein Mensch. Warum sagt Johannes der Täufer das? Weil das ein alttestamentliches Bild ist auf das Opferlamm aus dem Alten Testament. Die ganzen Opfervorschriften, die erhöhte Schlange in der Wüste, wenn Isaak mit Abraham auf den Berg Moria geht und das Holz dann, das Opferholz dann da hoch, das sind alles Bilder. Das sind alles Bilder auf Golgatha. Und die kann man sprachwissenschaftlich nicht erarbeiten, weil es keine Entsprechungen gibt zwischen dem Griechischen und dem Hebräischen. Und nicht mal, wenn man jetzt beides in der Septuaginta, beides im Griechischen nähme, dann hätte man auch da keine Entsprechungen. Darüber schimpfen uns die Juden ja, dass wir diese Bilder im Alten Testament deuten auf Jesus und Golgatha und die Erlösung. Da schimpfen die Juden, ja? Weil sie am Buchstaben hängen. Und weil sie sagen, ihr könnt doch nicht mit unserem Alten Testament diese Kapriolen veranstalten und behaupten, dass die erhöhte Schlange, diese bronzene, eherne Schlange da in der Wüste, dass das ein Bild auf euren Jesus wäre, auf Golgatha. Die lachen darüber. Die spotten darüber und die spotten darüber aus den gleichen Gründen, die hier angeführt werden, um die Wiedergeburt abzulehnen. Ja, dass die im Alten Testament als Bild der Geburt vorhergedeutet wird. Was jetzt passiert, ist Folgendes. In dem Moment, wo man im Alten Testament diese Typologien und Analogien auf Golgatha, auf Jesus auslegt, verlässt man die wissenschaftliche Ebene. Damit macht man sich zum Toren. Wenn man das überlegt, was da passiert, in dem Moment, wo man diese wissenschaftliche Ebene verlässt und diese Bilder auf Jesus deutet, wird der geistliche Mensch satt davon. Der freut sich darüber, weil das Evangelium ist frohe Botschaft. Der sieht, das ist ja alles im Alten Testament schon angedeutet. Aber in der wissenschaftlichen Welt wird man dafür verachtet, weil die Wissenschaftler sagen, du hast es ja überhaupt nicht sprachlich nachgewiesen. Du gehst daher und legst irgendwelche Bilder auf Jesus aus. Ja, ich habe das mal gemacht mit Simson. Der Simson, der trägt dieses Stadttor quer durch Israel und stellt das da auf den Berg auf. Und das ist ein Bild auf Golgatha. Da hat mich niemand geschimpft. Normalerweise müssten aber alle, die sowas hier tun, sagen, was machst du denn da? Dieses Bild gibt es im Neuen Testament nicht. Stimmt? Die Auslegung, dass Simson ein Bild auf Christus ist, mit dieser Sache, die gibt es im Neuen Testament nicht. Es gibt da keine Auslegung für. Diese Auslegung ist eine Auslegung, die eigentlich von einer ganz anderen Perspektive herkommt. Die kommt natürlich von der Golgatha-Perspektive, aber diese Auslegung geht übers Neue Testament hinaus. Aber sie ist nicht falsch. Ich habe auch öfters darüber gepredigt, ja, in Gemeinden und in Kirchen, und habe gesagt, guck mal, der Simson, der nimmt dieses schwere Holztor und trägt es quer durch Israel. Alle haben das gesehen, ein Zeugnis für alle. Er stellt es auf dem Berg oben auf, in Hebron, und durch dieses geöffnete Stadttor konnte man den Himmel sehen. Und wenn man nach Golgatha rauf sieht, kann man den Himmel sehen. Ja, das ist ein Bild. Die Analytiker, die Buchstabenmenschen, die müssten das sofort in Bausch und Bogen zerreißen und sagen, du darfst so eine Auslegung nicht machen, weil die ist im Neuen Testament nicht vorhanden. Und ich habe so eine Diskussion geführt, ja. Ich habe die vielfach geführt. Also nicht so, als ob ich das zum ersten Mal hier im Internet machen würde.
da sagt man dann immer, ja gut, Jesus darf das, aber du darfst das nicht. Ja, aber Jesus macht dieses Bild halt, das Bild ist ja da. Und er gibt uns ein Vorbild dafür, wie wir das Alte Testament lesen können, wenn er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss es Menschensohn erhöht werden. Und wenn man diese Bilder und Typologien, wofür es keine sprachwissenschaftliche Begründung gibt, wenn man die predigt, dann wird der geistliche Mensch satt davon. Aber der Buchstabenmensch schimpft darüber. Der ärgert sich darüber. Du musst es ja, das ist Schriftgelehrtheit, du musst es linguistisch begründen, sprachwissenschaftlich begründen. Wenn du das nicht kannst, dann ist es falsch. Und sie merken, diese neutestamentlichen Schriftgelehrten merken nicht, dass sie sich dabei ein Beinchen stellen, weil sie nämlich mit der Argumentation, mit der sie gegen die Wiedergeburt und gegen die allegorische Auslegung des Alten Testamentes streiten, gleichzeitig dieses Bild Christi mit, die schütten das Bild mit dem Bade aus, ja? Denn das Bild, was Christus gibt für Golgatha, für die erhöhte Schlange in der Wüste, dieses Bild fällt mit dem gleichen Argument auch in sich zusammen. Und das darf es nicht. Wenn aber dieses Bild der erhöhten Schlange in der Wüste ein Bild auf Golgatha ist, dann ist auch ein Bild der schwangeren Tochter Zion im Alten Testament, die dann gebiert, oder Sarah, die im hohen Alter noch ein Kind bekommt, ist das natürlich ein Bild auf die neutestamentliche Wiedergeburt, aber es ist eine Allegorie, es ist eine Typologie. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Allegorien und Typologien predige, wird der geistliche Mensch satt, aber die wissenschaftliche Welt wendet sich von euch ab. Ihr seid dann Toren um Christi willen. Ihr verlasst den Boden der Sprachwissenschaft und der linguistischen Analyse. Und das machen wir vorsätzlich. Ja? Warum? Weil wir durch Gottes Geist verstanden haben, dass das wahre Licht jetzt scheint. Wir haben immer noch dieses alte Gebot. Ja? Und wiederum sagt Johannes, gebe ich euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Ja? Wir verstehen das nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten und deuten das Alte Testament darauf hin und machen uns in der wissenschaftlichen Welt und bei den gesetzlichen Pastoren und den gesetzlichen Predigern und den gesetzlichen Christen machen wir uns zum Narren. Und die beschimpfen uns mit allem Möglichen. Und das wissen wir. Warum? Weil das allen so gegangen ist in der Bibel. Alle, die Christen waren, sind beschimpft worden von links und von rechts. Das ist geradezu eine immanente Sache. Bei Jesus war das auch so. Jesus hat dieses Bild der erhöhten Schlange weder analytisch noch sprachlich begründet oder erarbeitet. Er hat das behauptet. Und das genügt. Und wer Ohren hat zu hören, der hört. Ja. Mal bis hierher, ich wollte das nicht so sehr lange werden lassen. Ich bin auch, glaube ich, erst auf Seite, ich sehe das gar nicht genau, welche Seite ich hier bin. Ist auch nicht so wichtig, ja. Ich wollte das nicht so ganz, ich sage erst Seite 7 und es geht ja noch sehr viel weiter. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal was mache zu, manches muss man auch einfach stehen lassen, ja. Und da muss man sagen, gut, wenn das Leute so glauben wollen, dann müssen sie es halt so glauben. Man kann das nicht, kann ich jeden mitnehmen, ja. Paulus sagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und ich glaube, dass sogar so ein Glaube, wenn ich das noch sagen darf zum Schluss, ich glaube, dass so ein Glaube, der das auch angreift und kritisiert, der kann trotzdem retten, wenn er an Jesus glaubt. Weil der Glaube an Jesus, der ist so mächtig zu retten, dass wir nicht alles aus der Schrift kennen müssen. Aber das, was wir finden mit der Wiedergeburt Jerusalems, das erklärt so viele dunkle Bibelstellen, dass es sträflich wäre, daran vorbeizugehen, wenn man sich auch nur etwas tiefer mit der Bibel beschäftigen will. Ja? Und das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Und das ist seit vielen, vielen Jahren bekannt bei den Theologen. Das wird aber weggeschwiegen, das wird ignoriert. Und vielleicht, Herr Hufnagel, ist das Ihr Verdienst, dass Sie dadurch, dass Sie das überall geschickt haben in Deutschland, dort vielleicht ein bisschen bekannter wird. Ja? Bei den einfachen Christen ist das bekannt. Und ich weiß, dass viele ihre Pastoren danach fragen. Ja? Und ich sehe, dass einige mir zustimmen und ich da gar nicht alleine bin. Ja? Und deswegen denke ich, überlegen Sie auch Ihre Position einfach nochmal und tun Sie das nicht so schnell ab. Ja? Mit den Worten möchte ich da gerne auch schließen. Der einfache Glaube an Jesus, der rettet. Und der ist so mächtig zu retten, dass sogar ein törichter Glaube ja, in der Lage ist, Menschen in den Himmel zu bringen. Ja? Weil, wenn er glaubt an Jesus Christus. Damit schließe ich ab. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.